Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Bundesregierung hat nun doch einem Rüstungsgeschäft mit Taiwan zugestimmt. Dabei handelt es sich um die Zulieferung deutscher Bauteile für Flugabwehrwaffen. Diese Raketen der Typen Patriot und Ram wollen die USA an Taiwan verkaufen. Die Bonner Regierung begründete ihre Zustimmung mit bestehenden Kooperationsverträgen mit Washington. Zudem handele es sich um Waffen, die ausschließlich zur Verteidigung gegen Luftangriffe eingesetzt werden könnten. Nach Angaben des Nachrichtenmagazins Focus hat der Bundessicherheitsrat die Lieferungen bereits am 28. Januar freigegeben. Der Bundeskanzler habe Geheimhaltung angeordnet, um das Verhältnis zum kommunistischen China nicht zu belasten. Mit gleicher Begründung war jedoch ein Milliardenauftrag von Taiwan zum Bau von U-Booten auf deutschen Werften abgelehnt worden. Auch zwei Tage nach der Entführung des Lufthansa-Airbus Chemnitz ist noch nicht geklärt, wie in Frankfurt die Tatwaffe an Bord gekommen ist. Nach Befragung der Passagiere sollen morgen erste Ergebnisse vorliegen. Der Luftpirat, ein 20-jähriger Äthiopier, gab bei einer Gerichtsanhörung in New York an, er habe Verwandte in Amerika besuchen wollen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, möglicherweise habe er die Maschine entführt, weil ihm die US-Behörden eine legale Einreise verweigert hätten. Bei einer Verurteilung in den USA drohen ihm 20 Jahre Gefängnis.